Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. Vermeide alles, was dich schlecht macht. In einem Lebenslauf, aber auch im Vorstellungsgesprächen. Erzähle nie alles. Warum? Dem Arbeitgeber hat es nicht zu interessieren, wann du schlafen gehst, wann du auf Toilette gehst, wann du isst, wann du aufstehst und so weiter. Ob wie alt dein Kind ist, was deine Frau beruflich macht oder sonst was. Erzähle nie alles. Also vermeide alles, was dich schlecht macht. So, warum? Du bist Einzelhandelskaufmann, bist männlich, bist verheiratet, hast eine Frau. Die ist auch eine Einzelhandelskauffrau. Ihr habt also beide den gleichen Beruf. Das sticht sich natürlich in der Bewerbung ganz schön aus. Ja, was macht ihr? Wenn der Arbeitgeber zum Beispiel wissen will, Fragebogen. Ihr müsst nicht ausfüllen, was eure Frau beruflich arbeitet. Weil, wenn ihr beide aus dem Einzelhandel kommt und beide im Einzelhandel arbeiten wollt, dann sticht sich das und dann entsteht bei euren zukünftigen Arbeitgebern ein Konkurrenzverhalten. So nach dem Motto, ja, wer weiß, vielleicht erzählt das eine Frau das und dann macht die andere Firma, ich weiß nicht, Firma Buxtehude, das genauso wie wir und kriegt dadurch mehr Umsatz oder umgedreht. Wollen wir es ja, naja, nicht gut irgendwie. Also, das ist zum Beispiel, wenn ihr beide aus der gleichen Branche seid, ist was Negatives beruflich für einen Arbeitgeber. Falls euch euer Arbeitgeber fragt, müsst ihr diese Frage nicht beantworten. Genauso habt ihr noch einen Kinderwunsch. Vermeide alles, was dich schlecht macht. Einen Kinderwunsch zu verjahren ist etwas, was dich schlecht macht. Denn ein Arbeitgeber möchte generell, zumindest ja, die meisten Arbeitgeber, wollen niemanden haben, der Kinderwünsche hat, weil diese Person ist dann nicht ansprechbar für einen gewissen Zeitraum oder ist öfter krank. Weil das Kind ja auch krank ist. Und dann muss das Kind kann nicht alleine zu Hause bleiben. So, vermeide aber alles, was dich schlecht macht, in den Lücken deines Lebenslaufes. Hast du Lücken drin? Solltest du die sinnvoll füllen? Ihr solltet nichts dazu dichten, ihr solltet aber auch nichts wegnehmen, aber ihr solltet diese sinnvoll füllen, zum Beispiel mit einer Selbstverwirklichung, zum Beispiel habt euch selber fortgebildet in diesem Bereich, durch Kurse, sonst was alles, könnt ihr alles mit reinschreiben. Wenn ihr zum Beispiel 6 Monate arbeitslos wart und ihr habt in der Zeit ihr zum Beispiel Online-Kurse gemacht über, weiß nicht, Facebook, LinkedIn zum Beispiel, die ganzen Kurse, die angeboten werden, könnt ihr es mit reinschreiben. Zum Beispiel, ich habe zum Beispiel von da und da den Kurs in AI und Lab absolviert. Dann danach habe ich den kurzen Crashkurs in Photoshop fertig gemacht. Dann danach dies und dann danach das. Das zeigt zum Beispiel, dass ihr in der Zeit nicht irgendwie faul wart, sondern dass ihr die Schulbank gedrückt habt. Ihr habt wahrscheinlich nicht schriftlich, also gar nicht schriftlich. Warum auch? Weil diese Online-Kurse gibt es meist nicht schriftlich, weil ihr habt ja nicht dafür bezahlt. Es sind ja oft kostenlos, um einfach mal neue Kunden zu gewinnen für den Bereich. Ist nun mal so. Also zum Thema, vermeide alles, was dich schlecht macht. Vergesst einfach nicht. Ich zum Beispiel war heute lange unterwegs und ich habe schon wieder das Thema so halb vergessen. Zumindest wie es heißt. Ich war im Thema aber drin. Also vermeide alles, was dich schlecht macht im Lebenslauf, aber auch hier zum Beispiel bei Fragen deines zukünftigen Arbeitgebers. Dein Arbeitgeber hat nichts über dein Privatleben zu erfahren, um Gottes Willen nicht. Und weil Datenschutz, wenn er es trotzdem macht, verstößt er dagegen und er darf dich auch deswegen nicht kündigen. Habt ihr einen Fragebogen, wo eure Familie da abgefragt wird? Und da steht im Arbeitsvertrag drin, dass das notwendig ist. Wenn es unverständlich ist, dass ihr gekündigt werden könnt, darf der euch trotzdem nicht kündigen, weil diese Fragen unrechtens sind. Und somit macht sich der Arbeitgeber strafbar.
Und somit müsst ihr aber damit ein bisschen umgehen, was ihr euch jetzt darunter vorstellt oder nicht.